Hallo, ich habe eine wichtige Durchsage für alle meine Abonnenten und, naja, anderen Zuschauer. Aber ihr habt mich doch hoffentlich alle abonniert. Wenn nicht, auf Abonnieren und auf die Glocke, die Benachrichtigungsglocke, damit ihr nichts verpasst. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donif204, jetzt ein bisschen ernster. Ich habe eine kleine wichtige Information noch. Ich habe dieses Projekt hier zusammen mit dem anderen bekommen von Speedy. Speedy meinte, ich sollte erst das eine zeigen und einen Tag später dann das andere. Vielleicht, damit nicht zu viel Information auf einmal ist, das Video nicht zu lang wird, wie auch immer. Wir schauen uns das zweite Projekt an. Ich weiß natürlich nicht wirklich viel, so grob die Richtung, aber das Projekt habe ich noch nie gesehen. Ist also auch für mich neu. Okay, neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Wirklich nicht. Also bisschen halt. Von Speedy Underwood. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Das werde ich so nicht auf mir sitzen lassen. Und da werde ich mit dem Altarwächter noch eine Runde reden müssen, bis er seinen Fehler eingesteht. Oh ja, das machen wir. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donf204. Okay, dann reden wir nochmal mit dem Altarwächter. Lief gestern nicht so gut, meint er. Ja, bin ich seiner Meinung. Definitiv. Ist das jetzt wirklich dein Ernst, Altarwächter? Wirklich jetzt? Also ich sehe da keinen Altarwächter. Ist das ein Bug? Soll das so sein? Speedy, kannst du mir das in die Kommentare schreiben? Egal, ich muss das jetzt so senden, weil ich möchte auch meine First Reaction dazu quasi hochladen und dementsprechend lassen wir das jetzt einfach so. Egal. Draufgeschissen. Kommst du da mal heraus? Ah, okay, das ist Absicht. Okay, das ist Absicht. Das ist echt lächerlich, Bro. Ah, das ist Absicht. Okay. Woher wusstest du davon? Frage ich mich auch. Ich wusste das nicht. Und das soll ich darstellen, ne? Also, das soll mich darstellen. Also, egal. Das ist nicht das erste Mal. Echt? Habe ich echt vergessen? Tatsächlich? Oh. Upsi. Egal. Irgendwie wiederholt sich alles ständig. Alles Fake News. Du bist einfach ein elender Cheater. Nein, bin ich nicht. So. Und nicht anders kennt man dich. Nein. Hab noch nie gescheatet in RPG Maker Spielen, die ich gestreamt habe, oder? Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also nicht ohne die... Egal. Pass auf. Jetzt kommt dein Altarwächter, braucht unbedingt Aufmerksamkeit. Altarwächter braucht wirklich Aufmerksamkeit. Da steht nicht unbedingt. Was ist das? Habe ich unbedingt gelesen vorhin? Stand da wirklich unbedingt? Egal. Siehst du? Wir sollten also ganz dringend klären, was hier los ist. Das sind doch irgendwelche Tricks. Wenn du meinst. Wir müssen auf jeden Fall reden. Auch wegen dem Thema gestern. Was? Wovon redest du? Na, dieses Remake-Thema. Das wirkte irgendwie eher wie ein April-Scherz? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich will dich hier eigentlich nur auslöschen. Ist klar, Bro. Ist klar. Wir sehen uns drin. Dem sollte ich mal den Stroh stutzen. April, April. So, dann gucken wir mal. Kann ich mich bewegen? Nein, das ist alles nur ein Video. Okay, cool. Kann ich mitleben? Ist auch cool. Was zum Teufel? Krächz, krächz. Hey, gib mir meinen Controller zurück. Dein Controller? Warum steht er eigentlich in der Wand, auf der Wand? Egal, nicht drüber nachdenken. Also das, krächz, krächz, die Wasserratte. So, was sollte das vorhin? Ey! Was zum Drachenteufel?
Rechts! Rechts! Ich bring dich um, Mistvieh! Entschuldigung, ich habe die Frauenstimme verkackt. Ich bring dich um, Mistvieh! Schon besser? Ich kann das nicht so gut, okay. Verzeiht mir. Leute, wir müssen alle zusammen etwas besprechen. Es ist unglaublich wichtig. Irgendwie wiederholt sich alles ständig. Du wiederholst dich hier ständig. Nur dasselbe. Im Übrigen sind Wiederholungen Ehre. Warum? Speedy, das hast du mir immer noch nicht erklärt. Warum sind Wiederholungen Ehre? Kann mir das mal einer in den Kommentaren erklären, warum Wiederholungen Ehre sind? Bin ich hier der Einzige, der das merkt? Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Er war auch der Einzige. Toller Film. Egal. Dir steigt mein Erfolg wohl zu sehr zu Kopf. Was für ein Erfolg? Den ich durch die Community-Events habe. Du hast Erfolg. Kaum einer weiß, wer du bist. Bitte was? Tja, ich bin der beliebteste Juror in unserer Gruppe. Der beliebteste Juror. Die wissen doch nicht mal mehr, dass du Juror warst. Wer bist du? Wasserratte. Wasserratte kennen sie noch, aber dich? Hallo? Was ist mit meinem Controller? Hallo, Speedy? Wen interessiert das? Beliebtheit ist doch egal. Hauptsache, unsere Teilnehmer haben Spaß. Genau. Wahre Worte. Das hat mich in meiner Seele berührt. Die Träne kommt. Aber erst später. Okay. Weißt du, was Spaß macht? Feuerwerk. Ein Spaß. Chaos. Chaos macht Spaß. So rum war es. Nicht Feuerwerk. Chaos. Egal. Mein Controller wieder zu bekommen? Nein. Ja, Chaos macht Spaß. Ah, das habe ich mir gemerkt. Von wegen Wiederholung. Wiederholung macht Spaß. Von wegen. Wiederholung macht Spaß. Entschuldigung, ich habe die Punkte falsch gesetzt. Warte. Was? Siehst du? Irgendwas stimmt hier nicht, brah. Irgendwas beeinflusst uns irgendwie. Deshalb sollten wir das Thema des dritten Community-Events nochmal überdenken. Und meinen Controller zurückholen. Speedy. No. No. Das ist bestimmt ein Teil von den drei Themen. Habe ich drei Themen gesagt? Shit, ich habe zu viel gespoilert. Upsi. Sorry, Speedy. Sie wird mich jetzt umbringen. Ich spüre schon, wie sie gerade durch mein Mikro springt und mich umbringt. Egal, sie hört mich zum Glück gerade nicht. Kann ich noch in Deckung gehen nachher, bevor ich das Video hochlade. Wie dem auch sei. Zeit für eine Krisensitzung. Okay. Also angeblich sind es drei Themen. Habe ich jetzt schon gespoilert. Aber ich weiß es selber tatsächlich nicht. Gebe ich jetzt offen zu. Ich weiß tatsächlich nicht, was für drei Themen Speedy genommen hat. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Also wenn es denn drei Themen noch sind. Wie gesagt, ich hatte mir die Schulter gebrochen und war dann nicht da. Egal. Jetzt habe ich den April bla 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 vergessen. Egal, ich habe die Zeile vorhin einfach übersprungen. Spielt keine Rolle. Das heißt, wir brauchen Themen, die zum April passen. Es ist April, also wir brauchen Themen, die zum April passen. Irgendwie so. Ist egal. Wie wäre es mit wieder Chaos? Chaos, ja. Chaos ist das Richtige. Ich meine, Chaos ist immer gut. True. Chaos macht Spaß. Das war. Da hat er recht. Ich gebe ihm recht. Wenn wir schon von irgendjemandem reingelegt werden, dann lass uns doch bei April-Scherzen und Trollen bleiben. Gute Idee. Gefällt mir, Speedy. Gefällt mir sehr. Chaos und Trolle. Nice. Und Krechts. Wir haben das dritte Thema gefunden. Krechts. Perfekt. Okay, Spaß. Ja, genau. So ein Troll, wie du es bist. Mistvieh. Keine schlechte Idee. Ja, in der Tat. Indeed. Streiche sind schön gemein. Und Trolle sind herrlich böse. Das gefällt mir. Sind Trolle wirklich böse? Trolle sind lustig. Jeder mag Trolle. Aber beim letzten Mal gab es drei Kategorien. Genau. Sorry, dass ich das schon gespoilert habe. Aber wie gesagt, First Reaction und so, ich lade es trotzdem hoch.
Kein Problem. Chaos haben wir. Wir brauchen jetzt nur noch Tote. Krechts, krechts. Uff, wie wäre es damit, wenn Tote wieder auferstehen? Oh Mann, komm Speedy, really? Ostern hat nicht wirklich was mit Jesus zu tun, das weißt du, oder? Das haben die Christen hinzugefügt später. Es ist eigentlich ein heidnisches Fest. Oder was hat ein Hase und Eier mit Jesus zu tun? Merkst du das nicht? Mensch. Keine Religion. Eigentlich bin ich gegen religiöse Themen. Wiederauferstehung. Genau. Ich bin gegen Religion. Warum nehmen wir hier religiöse Themen? Was soll das? Speedy. Keine Religion, keine Politik. Egal. Lassen wir es trotzdem drin. Um sie dann wieder wegzunieten? Ah, das klingt schon mal gar nicht mal schlecht. Ah, egal. Ein großer dummer Fenstervorhang. Don meint Ostern. Nein, meine ich nicht. Ostern ist kein christliches Fest. Das ist ein heidnisches Fest. Ich meine das echte Ostern, ohne Wiederauferstehung. Hm. Ah, Speedy. Du. Religiöser, nicht Heide. Ach, egal. Ostern ist eine passende Idee. Nein, gar nicht. Also nicht Ostern im christlichen Sinne. Okay? Keine religiösen Themen. Weihnachten ist auch kein religiöses Fest. Das gab's auch schon vor den Christen, aber hatten wir dann doch genommen, ich weiß. Egal, war aber unchristlich. Wir haben mit Weihnachtsmann gemacht. Tot oder lebendig. Das passt halt zum April. Ich mache nur meine Scherze, also nehmt das jetzt nicht zu ernst, okay? Nehmt mich nicht zu ernst. Ihr kennt mich. Ich mache immer meine Scherze. Tot an Ostern? Du hast echt keine Ahnung, was Ostern ist, oder? Doch. Der Osterhase versteckt Ostereier und Süßigkeiten. Da stirbt man nur durch Diabetes. Aber das ist für mich okay. Krechts, krechts. Na gut. Zweites Thema ist also Ostern. Oder, aber nicht das christliche Ostern, okay? Nicht, wir machen hier keine christlichen Sachen. Also bitte lasst Jesus aus dem Spiel. Könnt wieder Auferstehung machen, aber ohne Jesus, bitte. Also nicht, dass ich da jetzt Jesus in einem der Projekte sehe. Bitte keine zu religiösen Themen. In den Projekten. Füge ich jetzt nochmal einfach mal als Regel hinzu. Tut mir leid. Zweites Thema ist also Ostern. Entschuldigung, Frauenstimme. Zweites Thema ist also Ostern. Oder, und somit fehlt nur noch ein Thema. Oder? Krechts. Ja, Krechts. Wir nehmen Krechts. Ich bin immer noch für Krechts als drittes Thema. Komm, Krechts. Oh, das ist eine gute Idee. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was die drei Themen sind. Das merkt man mir vielleicht auch an. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es drei Themen sein sollten. Aber an Ostern, gut, hätte ich selber drauf kommen können. Macht Sinn. Was hat es gesagt? Ungefähr sowas. Krechts, krechts. Naja, fast. Mein Haustier meint, es möchte irgendwie tanzen. Tanzen? Keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, dabei kann man sterben. Oh ja, das kann man. Das kann man garantiert. Aber, das wäre auch lustig. Stellt euch vor, ihr macht so ein Projekt, so wie die Charakter tanzen und sich dann das Genick dabei brechen. Das wäre cool. Aber, nein, Spaß. Spaß beiseite, sorry. Diesmal wirklich Spaß beiseite. Bitte was? Erzähl doch keinen Mist. Krechts, krechts. Nein, ich meine es ernst. Seit wann sieht er eigentlich so glitschig aus? War das schon beim letzten Mal? War er schon immer ein Glitch? Warum ist der so ein Glitch eigentlich, dieses krächzende Dings? Diese Wasserratte. Der war doch noch nie so glitschig, oder? Egal. Es sagte was von... Ja, der glitscht ab und zu. Seht ihr das? Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Kann das sein, dass die Wasserratte die Wiederholung reingezaubert hat? Das stimmt irgendwas nicht. Naja, wir können gespannt sein auf die Story auf jeden Fall. Wir werden noch nächste Videos sehen, hoffe ich mal, Speedy. Gibt's da noch mehr Projekte? Ich hoffe, es gibt eine Auflösung. Aber gibt's hundertprozentig. Egal. Es sagte was von Tanzen. Ganz bestimmt. Körper zur Musik bewegen oder so. Da bin ich mir sicher. Stürme, Dürren, Meteoriten, Taifune und Tornados können entstehen. Oder? Was? Was? Was laberst du? Reicht's? Tanz in den Mai? Was ist Tanz in den Mai? Wie soll man
denn daraus eine Geschichte machen? Ich weiß nicht mal, was Tanz in den Mai sein soll. Was ist Tanz in den Mai? Was ist das? Gerechtskreuz? Kann mir das mal einer in den Kommentaren erklären, was Tanz in den Mai ist? Okay, ich habe echt keine Ahnung, was Tanz in den Mai ist, aber irgendwas mit Tanzen. Okay, das kriege ich hin. Es sagt irgendwas mit schmutzigen Tänzen. Gefällt mir. Oh, okay, ich bin ganz offen für Tanz in den Mai. Ich weiß nicht, was das ist, aber spontan bin ich dafür offen. Krechts. Dirty Dancing? Oh, Dirty Dancing. Das kommt mir bekannt vor. Den Film kenne ich. Naja, es gibt viele Geschichten rund ums Tanzen. Was ist Tanz in den Mai? Ist das irgendwas, was man kennen muss? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber es ist egal, wenn das was Schmutziges ist, ich bin dabei. Dirty Dancing bin ich auch voll dabei. Genau das! Es würde so sehr darüber freuen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Okay. Tun wir es dem Gefallen. Puh. Nur wenn ich meinen Controller zurückbekomme. Wer interessiert sich für deinen Controller? Speedy, bleib bei der Sache. Dann wäre das beschlossen. Die Themen für das dritte RPG Maker Event sind Scherze, / Trolle, Ostern und oder Tanz in den Mai, was auch immer Tanz in den Mai ist. Ich habe keine Ahnung. Also drei Themen. Hier fehlt ein Komma. Ja, hier fehlt ein Komma, Speedy. Nein, Spaß. Ich mache nur meine Scherze, kennst mich doch. Ich weiß nicht, was Tanz in den Mai ist und Ostern bitte nicht zu christlich. Also ich will da keine gekreuzigten Jesus oder so sehen, das muss echt nicht sein. Das können wir bitte ausklammern. Also ihr könnt Ostern darstellen, wie ihr wollt, aber ich möchte keinen Jesus gekreuzigt sehen. Das bitte nicht, okay? Ich möchte wirklich keine Passion Christi oder so erleben. Da habe ich einfach absolut keine Lust drauf und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Gut. Scherze, Trolle, mega geil. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, gut, weiter geht's. Krechts. Wir bleiben aber bei 8 Wochen. Bis zur Abgabefrist. Einsendeschluss ist also der 28. Mai 2021. Sind das 8 Wochen? Ich guck nochmal in den Kalender. Ja. Okay, wunderbar. Wunderbar. Okay. Ich bin einverstanden mit diesem Datum. Okay, schreibt euch das auf. 28. Mai 2021 um 23.59 Uhr. Also den kompletten Tag habt ihr noch Zeit, aber ab 0 Uhr ist dann der 29. Mai. Da ist dann Sense. Okay, cool. Dann werde ich mal die Steam-Seite aktualisieren. Gute Idee. Mach das. Alles Weitere findet ihr dort. Link ist in der Videobeschreibung zur Steam-Seite. Sage ich jetzt an dieser Stelle, könnt ihr aufklicken und euch da nochmal die komplette Zusammenfassung durchlesen. Wir melden uns zwischendurch mal wieder. Genau, abonniert auf jeden Fall, drückt auf die Glocke oder guckt bei mir auf Discord, guckt ins Forum, guckt in die Steam-Gruppe. Aktualisierungen werden dort zu finden sein. Links dazu alles in der Videobeschreibung. Ihr findet das auf jeden Fall. Gut, abonnieren, Glocke drücken, sehr wichtig, damit ihr keine Videos verpasst. Weiter geht's. Wenn ich diese armseligen Würmer lasse. Okay, mach das. Was auch immer. Rechts. Gute Antwort. Oh, was passiert hier? Es scrollt nach oben. Soll das eine Art Abspann werden? Ich denke, es wird ein Abspann, oder? Also Speedy, wenn das ein Abspann wird, dann... war das ziemlich interessant. Nein, das ist kein Abspann. Ah, jetzt kommt die Story. Oh, die große Story-Wendung. Diese elendigen, räudigen Spielverderber. Oh, der Weihnachtsmann. Das ist der... Oh mein Gott. Der Weihnachtsmann. Ja, ist das geil. Ich liebe es. Denken wohl, sie können sich alles erlauben. Oh mein Gott, ist das geil, Speedy. Oh, geilste Idee ever. Aber nicht mit mir. Ho, ho, ho. Dass ihr euch aus dem Zauber der Wiederholung befreit habt, hat euch nur ein wenig mehr Zeit gegeben. Ho, 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 ho. Da ist der Echte. Da.
Das ist der echte. Der andere ist geglitscht irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Sag ich doch, der glitscht auch rum, aber das ist merkwürdig, Speedy. Warum glitscht der auch rum? Alles egal. Beim nächsten Mal werde ich umsichtiger mit der Umsetzung sein. Dann seht ihr die Vorzeichen nicht mehr so einfach. Der Ehrenrunden-Center, der Ehrenrunden-Center. Oh, Speedy, geile Idee. Aber hier sind noch zwei Throne. Throne, ist das die offizielle Mehrzahl? Ich denke schon. Noch zwei Stühle, Sessel, whatever. Also kommen noch zwei Bösewichte dazu. Antagonisten. Cool, freue ich mich schon drauf. Nun, was soll's. Mein Plan, euch alles wiederholen zu lassen, ist also leider gescheitert. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen ausgearbeitet. Der Plan, also ich hoffe, du kommst nochmal mit deinem geilen Ehrenrundenplan. Aber du hast ja noch zwei Kumpels, die vielleicht noch kommen und nochmal richtig geile Pläne haben. Mal schauen. Mal schauen. Aber ich werde euch schon noch dazu kriegen, eine schöne, saftige Ehrenrunde für mich hinzulegen. Ah, geile Idee, Speedy. I love it. I love it. Wirklich. Ernsthaft jetzt. Real talk. Denn Wiederholungen sind Ehrensache. Jetzt verstehe ich auch, was er mit Ehrenrunde meint. Jetzt verstehe ich das. Also, Wiederholungen sind Ehre. Jetzt verstehe ich das. Ich verstehe es. Okay, I see. Speedy, nice try. Ehrenrunden, Santa. Nichts geht über eine Ehrenrunde. Warum sieht der eigentlich so komisch aus? So mit dem Flimmer-Effekt. Egal. Cool. Fortsetzung folgt. Ja. Okay. Gut, das ganze erste Thema war natürlich ein April-Scherz, aber bleibt mal kurz noch dran. Ne? Aber dazu sage ich später noch was. Es war natürlich alles ein April-Scherz. Die echten Themen sind Trolle, / Scherze oder Scherze, / Trolle, wie auch immer. Also einfach Schabernack, April-Scherze, macht das in Spielform. Wäre cool, bin ich echt gespannt, was man da so machen kann. Gibt auf jeden Fall coole Ideen. Denke ich mal, kann man vieles machen. Zweites Thema war dann Ostern, aber wie gesagt, keine Jesuskreuzigungen. Also ihr könnt alles andere zum Thema Ostern machen. Das bleibt hundertprozentig drin, das Thema. Aber ich möchte wirklich keine Jesuskreuzigung oder Jesusauferstehung. Bitte auch kein, ich möchte gar keinen Jesus als Figur irgendwo sehen. Also auch nicht irgendwie reinbringen als Figur. Ohne Mist, das möchte ich nicht. Das ist nicht gut. Da bin ich echt nicht so begeistert davon. Ich habe da keine Freude dran. Nicht, weil ich Christ bin und das irgendwie gotteslästerig finde, sondern weil ich kein Christ bin und das einfach nicht drin haben möchte, Jesuskreuzigungen. Okay, gut, und dann Tanz in den Mai, was auch immer das ist, informiere ich mich selber mal, ich habe echt keine Ahnung. Irgendwas mit Tanzen, Dirty Dancing, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber bitte ohne Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also ihr könnt von mir aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll darstellen, aber bitte sollten die Spiele nach Möglichkeit eine USK ab 12 einnehmen. Also keine harten Szenen. Gilt natürlich dementsprechend auch für eine Jesuskreuzigung oder ähnliches. Ihr könnt natürlich Tod oder Sexualität darstellen etc., aber nicht zu heftig realistisch. Bitte. Gut, dann kommen wir zu dem anderen Thema, zu dem April-Scherz. Erstens, das war ein April-Scherz, aber das habt ihr schon mitgekriegt, schon mehrfach. War natürlich ein April-Scherz von uns. Mit dem Wiederholungsthema war natürlich angeknüpft an den Ehrenrunden-Center aus dem zweiten Event. War ein kleiner Scherz. Quajuzzi hat es sogar rausgefunden in den Kommentaren vom letzten Video. Könnt ihr nochmal drunter gucken. Das ist, was mit dem Ehrenrunden-Center zu tun hat. Respekt an ihn. So Luigi Player hat sogar ist sogar davon ausgegangen, dass es eventuell ein April-Scherz ist. Respekt an ihn. Alle anderen haben das scheinbar nicht rausgefunden. Zumindest in den Kommentaren auf YouTube oder im Forum nicht. In Discord habe ich da auch nichts diesbezüglich gesehen, aber kann mich da auch irren, dass ich da was übersehen habe. Geht schnell. Auf jeden Fall lustig. Aber zum wichtigen Thema. Ich möchte am Sonntag von 0 Uhr, also früh um 0 Uhr Sonntag bis um 23.59 Uhr, also ihr habt den kompletten Sonntag Zeit, und machen wir bis 0 Uhr, dann bis Montag früh, ist egal.
Montag früh um 0 Uhr. Also von Sonntag früh um 0 Uhr bis Montag früh um 0 Uhr, 24 Stunden, exakte 24 Stunden habt ihr Zeit. Mache ich eine Abstimmung auf YouTube in meinem Community-Tab. Nicht vergessen auf jeden Fall. Kommt am Sonntag dann auf meinen Kanal, drückt auf den Community-Tab und dort ist eine Abstimmung, ob das Thema Wiederholungen doch drin sein soll. Also das Thema vom letzten Video, ja oder nein. Das ist die Frage. Einfach ein klares Ja. Es soll drin sein als viertes Thema oder ein klares Nein, es soll nicht drin sein. Weil scheinbar haben sich schon tatsächlich Leute Gedanken drüber gemacht in Discord. Wir haben natürlich dann immer beschwichtigt und haben gesagt, hey, lass das noch 2 Tage ruhen, bevor du dir da groß Gedanken drüber machst. Es war natürlich nur ein Scherz und viele haben das auch, denke ich mal, irgendwie sind sie auch manche ein bisschen stutzig geworden, weil das Thema doch etwas merkwürdig ist. Haben sich aber nur negativ über das Thema geäußert, haben also auf gut Deutsch gemeckert, wie man es auf gut Deutsch sagt und wie man es als guter Deutscher tut, meckern. ist doch vollkommen okay, ohne Mist. Sorry für den April-Scherz, aber ja, war am 1. April einfach zu erwarten, denke ich mal, dass da was kommt von mir und Speedy. Was genau, wusste ich selber tatsächlich nicht. Ich dachte, es wird etwas abgedrehter, man kann es etwas eher als April-Scherz erkennen. Speedy hat sich da etwas dagegen entschieden und wollte es etwas versteckter machen. Dadurch haben es dann vielleicht nur 2 Leute bemerkt, Quayuzzi und Luigi, wie gesagt. Vielleicht haben es auch noch ein paar andere gemerkt und nichts gesagt, aber ist ja nicht schlimm. Egal, das Event findet auf jeden Fall zu 100% so statt, nur die Themen sind andere. Und wenn ihr das Thema doch haben wollt, stimmt am Sonntag ab, dass das vierte Thema wird, Thema Wiederholungen, so wie wir es im letzten Video besprochen hatten. Ansonsten bin ich durch. Danke fürs Zuschauen. Mega cool, auch die Story und so mit dem Ehrenrundencenter. Speedy, großes Lob an dich. Cooles Projekt. Gut, die Infos werde ich auf jeden Fall dann nochmal in schriftlicher Form auch nochmal raushauen, wie Speedy gesagt hatte. Aber das mache ich jetzt demnächst nicht. Das mache ich dann in der Steam-Community. Ja, also in der Steam-Gruppe macht das Speedy höchstpersönlich und im Forum mache ich das dann morgen irgendwann. Damit ich das nicht zu sehr spoilere, das Video hier. Dass es halt ein April-Scherz ist. Okay, gut. Da werde ich dann nur das Video hier posten und dann sollen sie sich das selber angucken. Oder halt auch nicht. Gut. Tschüsseli. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt auf jeden Fall gespannt. Es geht noch weiter mit den coolen Videos hier. Es kommen noch 2 Bösewichte. Da waren noch auf jeden Fall 2 Sessel frei. Ich bin gespannt. Tschüsseli.